Hallo und herzlich willkommen zu einer. Was? Ja und? Rede ruhig weiter, ich höre dir zu. Hm? Was? Ja, ich nehme auf. Warum nicht? Wo war ich stehen geblieben, nachdem du mich unterbrochen hattest? Achso, ja, hallo und willkommen bei zu einer Folge des. Oh Mann. Wir haben 3 Uhr nachts. Ja, 9 Minuten vor 3 Uhr nachts. Baum. Hä? Bau, nicht Baum. Auf jeden Fall, wir haben 3 Uhr nachts. Und ich habe mir gedacht, ich blute so ein bisschen, dass er fehlt. Was denn? Ich habe was gehört. Sei ruhig denn. Auf jeden Fall loote ich das Airfield ein bisschen. Hoffentlich finde ich noch mal eine Night Vision. Oder 2. Oder 5. Auf jeden Fall will ich eine Night Vision finden. Damit ich nicht immer alleine nachts looten muss. Oh, was haben wir hier? Eine M16. Und ein Standard Magazin. Ich habe genug. Und was haben wir hier liegen? Eine Makarov. Ich habe das schlechte Gefühl, ich werde gleich erschossen und ihr seid live dabei. Ich weiß, ihr wollt es auch live dabei sein, wenn ich erschossen werde. Hier war ja sowas von gar nichts drin. Warum sind hier eigentlich so viele Zombies am Leben? Ey, bei 3 Spielern ungefähr. Okay, es sind mehr als 3, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sehe draußen nicht mal Zombies. Ja, bin ich nicht stylisch darüber geklettert? Hopp. Hopp. Ich weiß, es ist bestimmt jetzt voll langweilig zuzugucken, so ganz alleine. Civilian. Er ist eben so schnell gerannt, ey, der hat mich voll erschreckt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zombies wieder besser sehen. Ich weiß zwar nicht warum, weil eigentlich gab es, soweit ich weiß, kein Update. Aber ich letztens hier so schön mit Toni rumgerannt. Das heißt rumgerannt, ich bin so gelaufen, wie ich gerade laufe. Und aus 300 Metern Entfernung sieht mich ein Zombie und rennt voll auf mich zu. Der war voll aggro auf mich, der Zombie. Ja, oder er mochte mich. Das könnte auch sein. Das ist eine Pepsi. Nein, ist eine Co. Co könnte aber halten. Ich will einen Mountain Dew. Okay, ich bin eine Cream Soda. Habt ihr Cream Soda? Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe, wie ich mal eine Sniper gefunden habe. Habe ich sie erzählt? Keine Ahnung. Falls ja, tut es mir leid. Ich werde sie nochmal erzählen. Auf jeden Fall, das war schön. Nur wurden wir dann erschossen. Das war scheiße. Oh mein Gott, ich wäre zum absoluten Übercamper geworden. Ja. Was denn? Ich wäre ja noch dazu gekommen. Du hast mich unterbrochen. Sehr ruhig zu mir. Auf jeden Fall, wir mussten neu anfangen, weil wir ja eher erschossen worden sind. Schon davor. Zombie, bleib ruhig. Okay. Und auf jeden Fall waren wir in Tscherno. Ja, in Tscherno. Und waren hinten bei den Militärbaracken. Oder Zelten oder was das auch immer ist. Und da waren diese wunderbaren M24. Ist es die M24? Ich glaube, es ist die M24. Was meinst du? Achso.
Ich glaube, es ist die M24 gewesen. Aber auf jeden Fall, die haben wir schön gefunden gehabt. Und ich habe sie mir genommen. Und kaum waren wir ein bisschen weiter, war es Boom Headshot. Und wir sind wieder draufgegangen, ey, das war scheiße. Das, was ich im Moment mit mir rumschleppe, hätte ich auch mal bald fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe. Auf jeden Fall waren wir auch wieder Tscherno. Ja, wir hocken die ganze Zeit irgendwie bei Tscherno in letzter Zeit, seit unsere eigentlichen Chars gestorben sind. Bei Berezino. Aber es liegt daran, dass wir im Moment irgendwie immer nur zu zweit oder alleine rumrennen. Und nicht mehr zu dritt, beziehungsweise zu viert. Darum auch Gruß an Domme, aka geile Sau. Der zu der Zeit gerade in der Schweiz ist, glaube ich. Es war Schweiz, wenn nicht, tut mir leid. Mach Urlaub in der Schweiz nächstes Mal. Auf jeden Fall waren wir Tscherno raiden und wir sind raus. Wollten gerade Richtung Wald, um auszuloggen. Schön in den Wald chillen. Kennt das ja. Schön schlicht. Und was ist? Bam, Headshot, ich wurde erschossen. Und dann ich mir gedacht, ja komm, hab eh nichts zu verlieren mit dem neu gespawnten Charakter. Reingerannt zu meiner Leiche, aber leider im letzten Moment haben mich da noch Zombies entdeckt. Die ganze Zeit kein einziger Zombie und dann im letzten Moment, bam, alle Zombies hinter mir. Und ja, aber Toni hat mir dann todesmutig meine Sachen zurückgeholt, nachdem ich stinksauer war. Sniper haben wir leider nie entdeckt, aber naja. Aber ansonsten, was kann man noch Schönes sagen? Ich habe im Moment irgendwie Glück. Oder wir haben im Moment Glück, zumindest mit den Servern. Ich meine, wir gehen mal relativ auf leere Server. Vielleicht liegt es auch daran. Aber im Moment haben wir relativ Glück mit Cheatern, weil offensichtlich haben andere Spieler ziemlich Probleme mit denen. Also soll ziemlich heftig abgehen mit Cheatern im Moment. Oh, es ist eine volle Wasserflasche, ist ja geil. Auf Wiedersehen, Empty One. Hallo, volle. So, ich habe auch Antibiotika gefunden, was ich richtig geil finde. Ist ja ziemlich selten, außer sie hätten es hochgepatcht, aber letztens waren sie noch ziemlich selten. Die Map und der Kompass habe ich zwar schon in meinen Backpack, beziehungsweise hier in den Inventar-Slots, aber die ist auch... Zwei Sachen sind auch für Domme. Wenn wir mal wieder dazu kommen sollten, alle zu dritt zu spielen oder ich und Domme alleine zu spielen, hat Domme endlich auch mal eine Karte und einen Kompass. Und ja, was haben wir hier Schönes? Soulpack braucht keiner, so dumm, die könnte den brauchen, aber ansonsten nichts weiter. Was wollen sie hier? Okay, offensichtlich möchten sie nicht reden. Geil, dass keine einziger Zombie hier drin gespawnt ist. Ich hätte es wahrscheinlich nicht erwähnen sollen. Wahrscheinlich spawnen sie jetzt alle hinter mir und fressen mich auf. Das wäre doch auch ein geiler Abschluss für die Aufnahme eigentlich. Was denn? Oh ja, ich höre sie schon. Ich hab's gewusst. Ich hätte es nicht sagen sollen. Hier liegt noch eine G17 rum, ey. Ich hab immer gedacht, ich hätte die G17C. Ich dich auch.
mit der ich übrigens im Hintergrund spreche, ist Killermaus 39. Nein, 19. 92. Keine Ahnung, wie heißt du? Bei YouTube 319, genau. Ihr erinnert euch bestimmt noch an das Minigolf-Video. Und für alle, die wollen, dass ein neues Minigolf-Video kommt, schreibt's in die Comments. Ich bin sehr dafür. Wieder mit Domme. Und Killermaus 93. Was? Was nein? War der Name schon wieder falsch oder? Achso, du meintest kein neues Video. Doch, natürlich. Vielleicht spielt dann auch Toni mit. Oh nein, mit Dom und dir. Weil's cool war. Ich bin da voll auch für, dass die Fans dafür sind. Also schreibt einfach in die Comments, auch wenn ihr es nicht sehen wollt. Ihr müsst es dann auch nicht angucken. Hauptsache, ihr habt es in die Comments geschrieben. Das war nicht wirklich erfolgreich hier, ey. Das ist scheiße. Und ich bezweifle, dass da hinten schon was Neues gespawnt ist, ey. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber... Ich meine, Zombies sind ja gespawnt, also könnte ich Glück haben. Oh mein Gott, Will Smith ist tot. Schatz, Will Smith ist gestorben. Hä? Magst du Will Smith nicht? Warum sagst du denn da endlich? So, I Am Legend war für ein Arsch. Will Smith ist gerade gestorben. Hat's doch nicht überlebt. Ja, das lag auf jeden Fall vorhin auch schon da. Obwohl, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Ach, ja, nein, vielleicht. Ach ja, komm. Ich hab daneben geschossen. Schieß nicht daneben, ey. Sag ich doch. So. Ich meine, vielleicht mache ich auch noch einen Anlauf nach Tscherno, ey. Ich bin ja ein bisschen neugierig, Tscherno zu erkunden. So beinahe. Ach, den habe ich schon ausgecheckt. Okay. Der Bug ist immer noch aktiv mit den Magazinen, die dann wieder voll sind. Ich habe irgendwie das Anzeichen, dass meine Essens- und Trinkanzeige immer leer sind oder auf orange-rot, wenn ich mich einlogge. Das ist ein bisschen komisch, finde, aber es könnte auch einfach nur sein, dass ich mich beim Ausloggen einfach nicht drauf achte und schon orange-rot war. Da liegt nichts Neues drin. Schade. Ich mache noch einen Abstecher nochmal zurück zum kleinen Airfield. Ich muss mich da hinten ja eh ausloggen. Oh. Hallo, Freunde. Ich bin auch hier in Days auch voll offen für Vorschläge, also wenn irgendwie einer was sehen will in Days. Nur her damit. Also, sprich irgendeine City looten oder sowas. Schreibt das ruhig. Also irgendeine City looten, raiden, Airfield oder sonstiges, einfach in die Comments rein.
Oder wenn ihr Arma 2 so sehen wollt oder irgendeine andere Mod für Arma 2. Irgendwie ist ja jetzt auch Warzed draußen oder wie die heißt. So eine Art Neben, so eine Art wie heißt? Nachmache von DayZed. Ich glaube Warzed aber soll ähnlicher sein wie Left 4 Dead. So nicht so mehr Survival, sondern eher mehr so Shootout, aber ich bin mir da nicht sicher. Also ich habe nicht wirklich richtig nachgeguckt, was es ist. Ich habe es nur mal so schnell gesehen irgendwo und dann, naja, nicht weiter drauf geachtet. Wenn es die mal jemand sehen möchte. Oder auch andere Spiele, immer her damit. Ich tue, was ich kann. Ich könnte auch hier eigentlich mal öffentlich aufrufen. Ich suche ein Game. Ein altes Adventure. Nennt sich Wild West. Nur Wild West. Leider finde ich null darüber. Also, das ist echt blöd, denn ich finde gar nichts. Ich würde es gerne zocken und aufnehmen als Let's Play. Für alle Oldie Adventure Fans. Aber, wie gesagt, ich finde im Moment gar nichts darüber. Nirgend. Ich finde immer nur irgendwas, was Wild West mit im Titel hat, aber nie nur Wild West. Ich kann leider auch nicht wirklich mehr Infos geben. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass es aus deutschem Hause kommt. Also es war auf jeden Fall deutsche Entwickler. Mehr weiß ich aber leider wirklich nicht. Falls der Abonnent, der mir das geschrieben hat, ich weiß gerade seinen Namen nicht, tut mir leid. Auf jeden Fall, du könntest mal, wenn du das Video anschauen solltest und noch mehr Infos irgendwo hast oder irgendwie hast zu dem Spiel, es wäre echt cool, wenn du mir die noch schreiben könntest. Okay, AKM lag vorhin schon drin, da hinten ist jetzt ein Zombie gespawnt. Ey, ist der cool. Oh, hier, neue Waffe. Oder lag die vorhin auch schon da? Die habe ich vorhin nicht gesehen. Das ist ein Lee Enfield. Naja, wenn ich sie halt richtig angezielt hätte. Ist aber ein Lee Enfield. Oder? Jo, ist ein Lee. Keiner will die Lee. Na? Mein Freund der Kannibale. Kannibale. Was ist ein Kannibale? Gibt's was vor? Warum ich zur Pistole wechsle, wenn ich Zombies kill, kann ich eigentlich auch nicht sagen, da der Bug ja immer noch aktiv ist. Aber irgendwie hat sich das eingebürgert bei mir, weil ich meistens mehr Munition für die Pistole finde als für mein Sturmgewehr. Obwohl ich sagen muss, beim Ding ist das irgendwie nicht so. Ach, wird der was? Scheiß drauf. Ey. Hat zwar nicht geblinkt, aber wenn eh eine Coke da liegt, nehme ich die Coke mit. Ich bin da so unverschwenderisch. Da hinten gibt es nichts. Dann gehen wir halt nochmal in den Tower. Oh ja, das wird euch Spaß machen, nochmal in den Tower zu gehen, oder? Fünfmal klettern. Oh, das macht Fun. Bisschen strange, dass echt wenig Zombies gerade hier sind, obwohl 158 am Leben sind. Hallo, ist jemand da? Nein, auf Wiedersehen. Hier leider nichts da. Holy shit. Gott sei Dank habe ich mir nichts gebrochen.
Aber da fällt mir ein, vielleicht gehe ich jetzt noch schnell nach Cherno und loote doch. Denn vorhin, als ich mit Toni gespielt habe, ist nicht aufgenommen, aber hat mich ein Zombie gesehen und hat mich erstmal ein bisschen angeratzt. Und natürlich erstmal schön den Knochen gebrochen. Oh, das gereimt. Finde ich nicht cool, Schatz. Yeah. Auf jeden Fall, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt. Wenn ich da hinten liege, dann kommt erstmal ein Schnittel. Und dann entscheide ich, ob ich weiterlaufe. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.